Moin Leute, das ist diesmal der zweite Part von Choir of Fair. Und wir sehen uns nach dem Intro. So Leute, ich bin jetzt hier oben. Geh gerade in die Tür rein. Ich weiß nicht, was auf mich erwartet. Oh. Alter. So. Ach, ist eine Wand. Fail. Man sieht die Teile echt selten. Immer gucken, ob hier noch irgendwas Wichtiges liegt. Was macht das jetzt? Von hier kam ich ja. Hier war die Wand. Hier ist noch eine Tür. Ich habe eine Nachricht bekommen. Warten, das kann ich ja. Okay. Irgendjemand braucht Hilfe. Oh Gott. Ich muss ein bisschen warten. Springfall braucht Ausdauer, sehe ich hier gerade. So, was muss ich nach hier oben? Die Leiter hoch. Zu weit gesprungen. Ich glaub's noch nicht. Das hätten wir echt besser machen können. Man bleibt überall hängen. Nee, das erwarte ich mir auch beim Spiel. Das ist schon relativ alt. Muss ich vielleicht ducken? Ja. Messer wieder richtig rumnehmen.
Wow, fast runtergefallen. Wow, Spesketür. So, geschafft. Schon wieder eine Nachricht. Kann ich nicht lesen. Rein, gut schon mal. Jetzt mal gucken, ob hier keiner drin ist. Das Kind ist ja mal krass. Scheint nicht zu sein. Eine Etage runter. Da hoch, wohin muss ich denn? Ich denke, ich muss zu 5 oder 4, keine Ahnung. Ich habe eben das Mess bekommen.
Hier heult jemand. Ist jemand. Raus hier, oder? Ja. Mann, ich glaube, ja, hier war es schon. Hier auch. Ja, das ist der gleiche gewesen. Genau, hier ist geschlossen. Kombinieren mit irgendwie. Nee. Ich hab hier irgendwas vergessen, das kann auch gut sein. Zu. Irgendwo habe ich gerade einen Schlüssel bekommen, aber wofür? Eine Etage höher vielleicht. So, gehen wir eine Etage nach oben. Komisch.
Apartmentschlüssel. Vielleicht hier. Leider nicht. Aber normalerweise würde ich, müsste man hier reinkommen. Es ist ein Raum hier. Oder habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas muss doch hier sein. Und Spritze. Und durch ein Fenster springen geht auch nicht. Gehen. Komisch. Wie gehe ich überhaupt noch rein? Ich weiß, dass hier schon alles, dass hier nichts mehr ist. Es muss ja doch eigentlich einen Weg weitergeben. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Wofür der Schlüssel ist, weiß ich leider nicht. Daneben stehen, dann versuchen, das damit aufzumachen.
Von hier kam ich. Geht. Warum stirbst du nicht? Scheiß Tür gehauen. Das ist die Musik wieder ruhiger geworden. Die Türen zumachen? Leider nicht. Jetzt treffe ich den wenigstens. Muss ich gegeben. Da hinten ist jemand. Für dich. Patron. Das heißt, ich bekomme bald meine Waffe. Und ein Schlüssel. Okay. Muss ich? Ah, die Tür. Okay.
Ich bin jetzt hier. Das macht. Moment. Konsole? Keine Ahnung, was man machen kann. So. Mit diesem Schlüssel, kann ich jetzt in die nächste Ebene. Welche Ebene? Oh, das ist doch keine Ebene-Schüssel. Vielleicht kann ich jetzt rausgehen. Yes. So Leute, wie es jetzt aus dem Gebäude weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Ciao. Moin Leute, ich bin's wieder, Rising Sunday. Ich habe ja eben eigentlich gesagt, dass ich ein bisschen mache beim zweiten Part. Aber mir ist aufgefallen, ich muss ja zum Speicherpunkt erstmal. Also der zweite Part. Die ist ja auch jetzt aufgehört und jetzt fängt der dritte Part an. Wow. Ist das Selbstmordattentäter? Nein, kann nicht sein. Jemand drinnen? Inne, mene, mu und raus bist du. Und direkt für die falsche Tür entschieden, ey. Oh. Jetzt wäre ein Speicherpunkt da gewesen. Naja, egal, das mache ich Part 3. Puh. Hab ich mich gerade sogar selber erschrocken.
Banshee rein. Nichts, ob das normalerweise noch klappen würde. Vierte Etage. Das nur zu bedeuten. Erstmal speichern, weil wir die Konsole geöffnet. Moment bitte ganz kurz. So Leute, weil es ein Speicherpunkt ist, höre ich hier auf und das ist dann noch der zweite Part. Also, der nächste Part startet dann hier. Jetzt, tschüss Leute.